Wegen des immer schlimmeren Chaos und der weiter steigenden Zahl von Coronavirus-Fällen bittet in Madrid die Regionalverwaltung jetzt die Zentralregierung um Hilfe. In Frankreich hat der Gesundheitsminister von Präfekten in Lyon und Nizza weitere Maßnahmen gefordert. Wegen extrem langer Wartezeiten bei den Tests steht die Regierung in Paris unter Druck. Der Verantwortliche für Europa der WHO hält die Lage für alarmierend. Die wöchentlich auftretenden Fälle übersteigen jetzt die Fälle, die gemeldet wurden, als die Pandemie in Europa im März ihren ersten Höhepunkt erreichte. In der vergangenen Woche wurden in Europa wöchentlich mehr als 300.000 Patienten gezählt. Mehr als die Hälfte der europäischen Länder haben einen Anstieg um mehr als 10% gemeldet. In Großbritannien wird über eine Schließung von Pubs und Restaurants um 22 Uhr nachgedacht. Der Gesundheitsminister erklärte im Parlament: Ich kann allen Betroffenen sagen, dass wir diese Entscheidung nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir stimmen mit den Lokalverantwortlichen überein, dass wir den Daten entsprechend handeln müssen. Die Daten besagen, dass wir jetzt handeln müssen, damit wir das Virus unter Kontrolle bringen. In Portugal hat die Schule in dieser Woche wieder begonnen. Die Zahl der Neuinfektionen hat sich an diesem Donnerstag auf 770 in 24 Stunden erhöht.